Das historische Land Schlesien liegt heute auf dem Gebiet von drei Staaten. Westlich der Görlitzer Neiße, der deutsch gebliebene Teil von Schlesien. Östlich der Neiße gehört Schlesien zu Polen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam der größte Teil unter polnische Verwaltung. 1990 wurde die Grenze völkerrechtlich verbindlich anerkannt. Ostoberschlesien war schon 1921/22 Polen zugeschlagen worden. Zu Tschechien gehört das ehemalige sogenannte Österreichisch-Schlesien. Geografisch umfasst Schlesien das Stromgebiet der oberen und mittleren Oder. Das Brückenland Schlesien verbindet drei Staaten und drei Nationalitäten. Liegnitz, nach Breslau und Waldenburg, die drittgrößte Stadt in Niederschlesien. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie stark zerstört. Am Ring sind die Wunden wieder verheilt. Im Mittelalter fand bei Liegnitz eine Schlacht statt, die bedeutend für Schlesien und Europa war. 1241 kämpften in Wahlstadt bei Liegnitz unter dem schlesischen Herzog Heinrich II. Polnische und deutsche Ritter gemeinsam gegen das mongolische Reiterheer, das Europa bedrohte. Eine 800-jährige Linde steht noch an dem Ort des Geschehens. Herzog Heinrich fiel in dem Kampf, wie so viele seiner Ritter. Obwohl die Christen verloren hatten, zogen sich die Mongolen wieder zurück. Von Deutschen und Polen wurde die Schlacht bei Liegnitz als Rettung des Abendlandes gefeiert. Kloster Wahlstatt, dessen Bau hier aus dem 18. Jahrhundert stammt, erinnert an die Mongolenschlacht. Die bald als heilige Hedwig verehrte Herzogin hatte hier eine Propstei zur Erinnerung an ihren gefallenen Sohn gestiftet. Nach der Legende suchte die Herzogin den Leichnam ihres Sohns auf dem Schlachtfeld. Weil die Feinde ihn enthauptet hatten, konnte sie ihren Sohn nur an einer Missbildung des Fußes erkennen. Als die Mongolen wieder abzogen, ließen sie ein schwer verwüstetes, entvölkertes Schlesien, verbrannte Erde, zurück. Ein Grund für die Herrscher, nun vermehrt deutsche Siedler ins Land zu rufen. In 100 Jahren wurden von ihnen mehr als 100 Städte und mehr als 1000 Dörfer gegründet. Das Dorf Adelsbach bei Waldenburg gehört zu den ältesten deutschen Siedlungen. Das Schloss in dem niederschlesischen Ort ist heute eine Ruine, obwohl es hier im Zweiten Weltkrieg keine Kampfhandlungen gab. Nach der Vertreibung der Deutschen kam es vielerorts zu einem Verfall von Gebäuden. Vor allem von größeren Anwesen und von Schlössern, für die niemand zuständig war. Das Nachbardorf Altreichenau im Waldenburger Bergland, heute und zu deutscher Zeit. Dieses ehemalige Gasthaus wurde von den Polen renoviert und sogar aufgestockt. Restaurierung und Verfall. Dieses Gegenüber kennzeichnet viele Orte in Niederschlesien. Die katholische Kirche in Altreichenau ist in allerbestem Zustand. Gegenüber liegt die ehemalige evangelische Kirche. Sie ist ausgeraubt, zur Ruine verkommen. Die Deutschen, Katholiken und Protestanten lebten in Schlesien in den letzten beiden Jahrhunderten in ökumenischer Eintracht zusammen. Für die Protestanten, deren Kirche keine Glocken besaß, wurden die Glocken der katholischen Kirche mitgeläutet. Beide Konfessionen bestatteten ihre Toten auf einem Friedhof. Schlesische Toleranz,
Das war nicht nur ein Begriff. Es war gemeinsam gelebte Wirklichkeit. Die Heimat verlassen zu müssen, war für die Menschen hier wie anderswo eine Katastrophe. Die seelische Not trieb einige sogar dazu, ihrem Leben in der Fremde ein Ende zu setzen. Der Bauer eines großen Gehöfts in der Nähe der beiden Kirchen schrieb vor seinem Selbstmord in einem Abschiedsbrief: Seit unserem Zusammenbruch bin ich ein wackeliger Mann an Leib und Seele geworden. Leider gibt es keine Rettung für mich mehr, obgleich ich es in meinem Innern immer erhofft hatte. Ein Zurück nach meiner lieben Heimat. 1955 nahm sich der vertriebene schlesische Bauer aus Heimweh das Leben. Die neue Bäuerin heute auf dem Hof, die aus Ostpolen vertrieben wurde. 1947, als wir hier angekommen sind, wurden wir in Rumsdorf ausgeladen. Wir haben dort an einem Platz gewartet unter freiem Himmel und mussten warten, bis wir zugeteilt wurden. Dann haben wir die Zuweisung nach Altreichenau bekommen. Anfangs waren nur Deutsche da. Es gab gute und nicht gute Deutsche. Solche, die die Polen angenommen haben, und solche, die über die Regelung empört waren und sie verjagt haben. Als die Deutschen den Befehl bekamen, wegzufahren, war ich in der Hausnummer 20, wo die Familie Hoffmann wohnte. Der Mann kam zu mir ins Zimmer, obwohl schon gesagt wurde, alles zu verlassen. Ein Deutscher kam also zu mir ins Zimmer, einer von den Besitzern, und sagte: Bronka, ich nehme mir nur Bettwäsche. Ich sagte: Bitte sehr, nehmt alles. Sie haben also selbst darum gebeten, aus ihrem Schrank noch Bettwäsche zu nehmen. Sie durften nichts mitnehmen. Sie wurden mit dem Fuhrwerk zum Bahnhof weggefahren. Nur so viel, wie auf das Fuhrwerk passte. Mehr durften sie nicht mitnehmen. Wir waren dort ein Dorf und sind hier als ganzes Dorf angekommen und haben uns hier angesiedelt. Wir hatten Angst, alle Polen, weil wir nicht wussten, wie das alles weitergehen wird. Also sind alle zusammengeblieben. Keiner ist weggegangen. Alle haben sich hier niedergelassen. Schloss Fürstenstein bei Waltenburg. Das größte Schloss in Schlesien. Zugleich auch eines der ältesten. Jahrhunderte haben an ihm gebaut. Im Zweiten Weltkrieg ließ Hitler das Schloss beschlagnahmen. Die Fürstin Daisy, die aus England stammte, musste das Schloss verlassen. Das Riesengebäude sollte zu einem Gästehaus für Hitler umgebaut werden. Der derzeitige Chef der Familie, die das Schloss Jahrhunderte besessen hatte und eine der reichsten in Deutschland war, lebt heute als Angestellter in München. Das Schloss besucht er, so oft es seine Finanzen erlauben. In dem gerade gegründeten Förderverein für das Schloss wurde er von den Polen zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Laut Adelskalender oder Hofkalender ist der Name des Familienchefs Fürst von Pless, Graf von Hochberg, Freiherr zu Fürstenstein. Schlesien ist unsere Heimat, also meine Familie zumindest ist seit 1509 hier in Fürstenstein selbst. Ursprünglich gehen wir zurück bis 1185. Und das ist natürlich mit mir verbunden, mit Heimatgefühl und mit einem Land, was mir sehr vertraut war und auch heute wieder sehr vertraut ist. Naja, also für die ältere Generation war das Kriegsende, die Vertreibung und die Enteignung schlechtweg eine Katastrophe. Es ist erstaunlich, dass es die meisten überhaupt überlebt haben. Ich finde, man muss die Geschichte so nehmen, wie sie auf einen zukommt. Ich persönlich tue mir da natürlich leichter, weil ich habe diese guten Zeiten ja nicht mehr erlebt. Und ich sehe meine Rolle anders. Ich sehe meine Rolle als Familienchef so, dass ich mit der Zeit umgehen muss, die nun
die sich mir anbietet, nicht wahr? Ich kann nicht ständig nach alten Zeiten jammern. Ich kann mir vorstellen, dass meine Vorfahren im 30-jährigen Krieg auch nicht immer nachgedacht haben, wie schön es früher war, sondern mussten dann an Ort und Stelle der Zeit gemäß handeln. Und meine Zeit jetzt ist die, dass ich mich mit den Zuständen, so wie sie sind, zunächst mal abfinde und als Basis eben nehme, ein Gespräch und ein Dialog und eine Freundschaft und eine Verbindung und sehe, was ich daraus entwickeln kann. Die Evangelische Friedenskirche in Schweidnitz mit ihrer besonderen Geschichte. Nach den demütigenden Auflagen der katholischen Landesherren von Schlesien, der Habsburger in Wien, musste die Kirche in einem Jahr außerhalb der Stadtmauern und nur aus Holz und Lehm gebaut werden. Die Kirchen in der Stadt wurden den Protestanten weggenommen. Wir begrüßen Sie herzlich in der Evangelischen Kirche zu Schweidnitz. Der Bau der Friedenskirche. Am 23. September 1652 wurde den Protestanten der Stadt der Kirchenplatz übergeben. Entsprechend dem Gesetz des Westfälischen Friedens durfte beim Bau der Kirche nur Holz und Lehm benutzt werden. Keine Glocke. Und deshalb auch kein Turm. In der vorgeschriebenen Bauzeit von nur einem Jahr entstand die größte Holzkirche Europas. Zu Recht konnten die schlesischen Protestanten auf dieses Gotteshaus stolz sein. Die heutige evangelische polnische Gemeinde ist klein. Für die Instandhaltung und Renovierung der Kirche erhält sie Geld vor allem aus Deutschland. Ihre Kirche steht mitten in Schlesien. Wie sehen Sie das Verhältnis von Polen und Deutschen? Kann Schlesien eine Brücke sein aus der Geschichte? Ja, natürlich, das ist eine Brücke, muss man solche Arbeit führen. Und unsere Friedenskirche dient diesem Ziel auch. Ich denke, dass wir können und wir machen hier in die Friedenskirche auch viel Ausstattungen, auch viel Konzerten und kommen zu uns viele nicht nur Touristen, aber die Leute, die möchten auch Geschichte von Schlesien kennenlernen. Und ich denke, das ist Schweidnitz und hier Friedenskirche ein guter Platz, wo können die beiden Volken zusammentreffen und diese Brücke bauen. Kloster Grossau mit der Josefskirche und dem Marienmünster. Polnische Benediktinerinnen und Zisterzienser leben hier. Die deutschen Benediktinermönche wurden mit den übrigen Grossauern im Mai 1946 von hier vertrieben. Auch der gemeinsame christliche Glaube von Deutschen und Polen konnte die Wogen nicht glätten, die der Nationalismus damals zwischen den beiden Völkern aufgepeitscht hatte. Das gemeinsame Lob Gottes war durch Krieg, Vernichtung und Vertreibung damals nicht mehr möglich. Heute sind die Wunden weitgehend wieder verheilt. Die Schlesier, die Polen und die Deutschen besinnen sich zunehmend darauf, dass dieses so reiche Land gemeinsame Wurzeln hat und aus der Symbiose der beiden Völker entstanden ist. Die schlesischen Piasten, wie hier die Schweidnitzer Herzöge im Mausoleum des Grossauer Marienmünsters, hatten deutsche Frauen geheiratet. Das Mausoleum, ein Ort der Besinnung und der Erkenntnis, dass Nationalismus und Chauvinismus besonders schlecht zur schlesischen Geschichte passen. Agnetendorf im Riesengebirge. Hier lebte bis zu seinem Tod 1946 der Dichter Gerhard Hauptmann, ein Sohn seiner geliebten schlesischen Heimat.
Patriot, Europäer, Weltbürger. 1912 erhielt er für sein Werk den Nobelpreis. Das Haus Wiesenstein, das sich der Dichter um die Jahrhundertwende bauen ließ, wurde nach dem Tod Hauptmanns als Kinderheim genutzt. Ein Relief und eine Tafel mit polnischem Text erinnern an seinen früheren Bewohner. Jetzt soll im Haus endlich eine Gedenkstätte für den Dichter eingerichtet werden. Die sogenannte Paradieshalle mit Motiven aus Werken Hauptmanns ausgemalt. Die Decke symbolhaft als Sternenhimmel. Hier ist es Hanneles Himmelfahrt. Eine Vielfalt von Personen tut sich auf. So vielfältig wie das Schaffen des Dichters. Die Leiter, die zur Himmelspforte führt. Neben seinem geliebten Haus Wiesenstein wollte Gerhard Hauptmann, der am 6. Juni 1946 starb, begraben werden. Doch polnische Willkür verhinderte seine Beerdigung in schlesischer Erde. 6 Wochen stand der Sarg im Haus, dann wurde der Dichter noch nach seinem Tod aus der Heimat vertrieben. Nicht hier wurde er bestattet, wie es sein Wunsch war, sondern auf der Ostseeinsel Hiddensee. Ein polnischer Zug brachte den Sarg dorthin. Die Glocken der Kirche Wang unterhalb der Schneekoppe konnten nicht zur Beisetzung des Dichters läuten. Die kleine evangelische Kirche Wang, die allen Schlesiern vertraut ist, hat ihre eigene Geschichte. Im 12. Jahrhundert in Norwegen erbaut, wurde sie Mitte des 19. Jahrhunderts ersteigert und hierher ins Riesengebirge transportiert. Sie dient heute der evangelischen polnischen Gemeinde. Ein Gotteshaus der Begegnung von Polen und Deutschen. Oppeln, die Hauptstadt von Oberschlesien. Anders als in Niederschlesien, wo der Bevölkerungsaustausch von Deutschen und Polen total erfolgte, leben in der Stadt und in der Umgebung von Oppeln noch viele Deutsche. In der Woiwodschaft Oppeln haben die Deutschen in 26 von 63 Gemeinden die Mehrheit. In 23 Gemeinden stellen sie den Bürgermeister. Das Verhältnis zwischen den zugewanderten polnischen und den ca. 800.000 deutschen bzw. deutschstämmigen Einwohnern von Oberschlesien erscheint heute sichtbar ohne große Probleme. Früher, zu kommunistischer Zeit, wurde die Existenz der Deutschen geleugnet. Die Kommunisten verkündeten, dass wir ein nationaler Monolith seien. Und plötzlich, nach 1989, haben wir 11 Minderheiten in Polen, darunter eine der größten, die deutsche. Vor 1945 haben uns die Nazi-Behörden nicht immer für volle deutsche Staatsbürger genommen. Wir waren manchmal behandelt, betrachtet als Staatsbürger zweiter Klasse. Man nannte uns Wasserpolaken. Und jetzt, nach 1945, will man uns wieder nicht in jeder Hinsicht als echte polnische Staatsbürger nehmen. Also so ein Halbwesen. Niemand will uns ernst nehmen und alle wollen uns sämtliche Schuld in die Schuhe schieben. Wenn jetzt sowohl die Selbstverwaltung als auch die Regierung diese ethnische, diese schlesische Identität respektieren werden, wenn sie weder den schlesischen Dialekt noch die schlesische Art, also das Schlesier-Sein, verächtlich machen, dann werden wir eigentlich diese Schlacht um Oberschlesien gewinnen. Wenn man uns hingegen in Zukunft auf der einen oder anderen Seite germanisieren oder zwangsweise polonisieren will, dann haben wir mit gewisser Unzufriedenheit, mit gewissen Unruhen zu rechnen.
Ein Fehler, der schon einmal begangen wurde. Die Einheit Schlesiens geriet nach dem Ersten Weltkrieg in Gefahr. Polen, als Staat nach dem Krieg wiedererstanden, forderte die Abtretung von ganz Oberschlesien. Die Deutschen protestierten dagegen in großen Kundgebungen. Die Siegermächte verlangten eine Volksabstimmung. Das Ergebnis vom März 1921, 60% der Einwohner, also die Mehrheit, stimmte für den Verbleib bei Deutschland. Trotz des Ergebnisses drohte die Teilung Oberschlesiens. Gerhard Hauptmann warnte die dafür Verantwortlichen in Paris vor neuem Unrecht, das zur Kriegsgefahr werden könnte. Wir sind ein besiegtes Volk. Es ist die allerbitterste Enttäuschung der Menschheit, dass es im Jahr 1921 überhaupt noch Sieger und besiegte Völker geben kann. Und in Sonderheit ein so wie wir vom Sieger entmündigtes Volk. Ich sage das als Europäer, dessen Idee Europa ist. Um das Ergebnis der Volksabstimmung zu unterlaufen, begannen die Polen den sogenannten Dritten Schlesischen Aufstand. Mit militärischer Unterstützung vom polnischen Staatsgebiet aus. Das war ein glatter Bruch des Völkerrechts. Freiwillige aus Sachsen, Bayern und Tirol zogen gegen die Polen ins Feld, die große Teile Oberschlesiens schon besetzt hatten. Im Mai 21 besiegten sie die Polen auf dem Annaberg. Auf beiden Seiten gab es Dutzende von Toten. Am Ende triumphierten die Polen, die trotz ihrer Niederlage hier regulär in das von den Alliierten abgetrennte Gebiet Oberschlesiens einmarschieren konnten. Das industriereiche Ostoberschlesien um Katowice wurde Polen einverleibt. Die erste, bei uns schon fast vergessene Vertreibung von Deutschen aus Schlesien. Bilder aus dem Winter 1922. Der Annaberg. Der Berg Oberschlesiens mit zwei Gesichtern. Das verbindende Religiöse mit seinen Wallfahrten und das entzweiende Politische. Der Annaberg als Zankapfel zwischen den Nationalitäten. Heute erinnert an die Kämpfe auf dem Annaberg ein Ehrentempel nur an die polnischen Toten. Wie vorher das 1945 gesprengte Ehrenmal aus der Nazizeit nur der deutschen Opfer gedachte. Frieden steht zwar auf dem Denkmal, aber der Aussöhnung zwischen Polen und Deutschen dient ein solch einseitiges Gedenken nicht. Heute ebenso wenig wie damals. Der Annaberg in kirchlicher Sicht. Wir Schlesier, wir Urbewohner dieser Erde, haben nie den Annaberg politisch einengen können und politisch gedeutet. Er war für uns immer ein Ort der Versöhnung von Generationen, von Kulturen und Sprachen. Alle Wallfahrten vor 45, eigentlich bis 40, denn nach 40 hat es dann das Naziregime verboten, sämtliche Wallfahrten am Annaberg. Und früher wurden sie immer in beiden Sprachen ausgeführt. An einem Sonntag lief alles Deutsch, am nächsten Sonntag wurde es in Polnisch wiederholt. Und da teilten sich so die Menschen so 50-50 an. Im Hochaltar der Basilika die Figur der heiligen Anna Selbdritt, der Mutter Marias im goldenen Kleid. Seit Jahrhunderten wird sie auf dem Annaberg verehrt und um Hilfe angerufen. Gottesdienst zum Fest der Kreuzerhöhung im September. Alle Gläubigen, die zur Wallfahrt kommen, begrüßen zu Beginn die heilige Anna. Seit 300 Jahren pilgern die frommen Oberschlesier zum Annaberg, der wie kein anderer Ort für sie das Herz und die Mitte des Landes bedeutet. Zum Kreuzerhöhungsfest, das 4 Tage dauert, kommen Zehntausende, auch bei strömendem Regen. Jede Wallfahrt verbindet sich für die Pilger mit Glaube und Hoffnung. Auch für die Franziskaner-Patres, die Wallfahrer auf dem Annaberg betreuen. Wir singen hier seit Jahrhunderten ein schönes Lied. Das ist ein Lied der Hoffnung
Und die sieben Lieder bitten wir die heilige Anna, dass wir nicht nur den Glauben haben sollen, aber auch die Hoffnung. Und als der Papst Johannes Paul II. Am Annaberg gewesen ist, 1983, und hat sich damals getroffen mit circa 1 Million Menschen, da hat der Papst dem Annaberg einen neuen Namen gegeben. Denn dieser Berg, wo wir uns befinden, hat ja in der Geschichte verschiedene Namen gehabt. Helmberg, St. Georgsberg, St. Jakobsberg, Annaberg. Und der Papst hat den Berg genannt Berg der Hoffnung. Ja, wir hoffen, sagen wir, es wird in der Zukunft noch besser werden. Für Kirche und Staat. Den Abschluss des Kreuzerhöhungsfestes bildet der Abendgottesdienst, zu dem sich viele tausend Gläubige unter freiem Himmel versammeln. Mit Kerzen in den Händen. Die Herzen voller Andacht. Polnische und deutsche Schlesier feiern dieses Fest gemeinsam. Der Annaberg als religiöses Zentrum von Oberschlesien ist eine lebendige Brücke zwischen den Menschen verschiedener Nationalität. Es ist der heilige Berg aller Oberschlesier, der Daheimgebliebenen wie der Vertriebenen, der Ausgesiedelten wie der Neuzugewanderten. Trotz Jahrzehnte kommunistischer Diktatur haben die Menschen ihren Glauben bewahrt. Hier auf dem Annaberg wurde 1989 wieder der erste Gottesdienst in deutscher Sprache nach dem Krieg gehalten. Für die deutschen Oberschlesier war das damals ein erstes Signal für ihre beginnende Freiheit, als Minderheit im Land anerkannt zu werden. Rozpoczynamy nasze nabożeństwo in Kraju. Erntedankfest in Kleinstrelitz, südlich von Oppeln. Eine Gemeinde mit rund 2000 Einwohnern. Alle Straßen und Gassen werden nach alter Sitte mit Früchten, Blumen und Figuren geschmückt. In dem Ort leben Deutsche. Die Jüngeren können kein Deutsch, weil der Gebrauch der Sprache 44 Jahre verboten war. Die Alten sprechen noch Deutsch. Ich hätte nach dem Westen machen können. Meine drei ältesten Töchter sind drüben. Denen geht's gut. Und die meinten, Vater, Mutter, kommt mit. Aber da wäre ich in der Fremde. Hier bin ich daheim. Hier bin ich daheim. Wenn es um meine Eltern geht, sie haben die polnische Schule besucht, also meistens sprechen sie auch Polnisch. Als sie hingegen im Alter unserer Kinder waren, sprachen meine Eltern zu Hause Deutsch. Deswegen ist diese Generation zweisprachig. Sie sprechen Deutsch und Polnisch, sie haben das gelernt. Unsere Familie stammt von hier, wie soll ich sagen, seit Generationen. Wir stammen sowohl von Seiten meiner Mutter als auch von Seiten meines Vaters aus dieser Ortschaft. Ich bin Schlesier und fühle mich als Schlesier. Und deswegen bin ich hier. Und wir sind nicht nach Deutschland ausgesiedelt. Wir sind einfach mit dem Ort, wo wir geboren sind, verbunden. Und das ist viel. Die Zugewanderten, die aus dem östlichen Teil in Polen, die hierher gekommen sind, die haben sich in der Zwischenzeit wieder weggemacht, sodass wir, man könnte sagen, zu 99% heute deutschstämmige Schlesier sind. Erntedankfest-Umzug in Kleinstrelitz. Mit ausgelassener Stimmung. Die Deutschen hier in Oberschlesien freuen sich darüber, dass Polen der Europäischen Union beitreten will. Deutschland, das Schlesien infolge des Zweiten Weltkriegs verloren hat,
wird in Zukunft mit den neuen Verbindungen im größeren Europa mit seinen dann durchlässigen Grenzen für sie immer wichtiger. Mit Meilenschritten nach Europa, so heißt es hier in Polnisch auf dem Schild. Brauchtum und Trachten haben in Oberschlesien überlebt. Hier auf dem Festplatz werden die kunstvollen Erntekronen vorgestellt, die die Frauen und Mädchen geschaffen haben. Przekazujemy ten chleb na ręce gospodarzy tych dożynek i mam nadzieję, że będzie uczciwie podzielony i nikomu go nie zabraknie. Das Brot als Symbol der Fruchtbarkeit und der Ernte ist Mittelpunkt der Zeremonie, die alle wichtigen Personen der Gemeinde verbindet. Eine Veranstaltung von deutschen Schlesiern in polnischer Sprache. Noch immer eine Notwendigkeit, weil der Großteil der Menschen hier kein Deutsch versteht. Der Parlamentsabgeordnete der Deutschen beurteilt ihre heutige Situation. Diese Region, wo die Deutschen leben, wurde über 40 Jahre vernachlässigt. Und das, was jetzt geschieht, das, was jetzt passiert in dieser Region, das ist eben das, was wir nachholen müssen. Wir wurden anders behandelt wie andere Regionen. Und da wir jetzt durch unsere Arbeit, durch unseren Fleiß etwas mehr erreichen, das ist nicht gegen jemanden gerichtet. Das ist nur, wir haben die Möglichkeit, auch jetzt selbst zu bestimmen. Wir haben die Möglichkeit, jetzt auch sich selbst zu entwickeln. Das Wichtigste ist das Wiedererlernen der deutschen Sprache. Das ist das Wichtigste und das ist Problem Nummer eins. Wir haben Erfahrungen, das, was jetzt auf der Ebene der Staaten passiert, Ebene der Nationen zwischen Deutschen und Polen, das haben wir schon 50 Jahre praktiziert. Und ich denke, das ist eine Erfahrung, die man nutzen sollte für die Zukunft, für die zukünftige Zusammenarbeit und Zusammenleben Deutscher und Polen. Lubowitz bei Ratibor. Hier wurde 1788 der Dichter Josef Freiherr von Eichendorff geboren. Das Schloss ist seit Ende des Zweiten Weltkriegs eine Ruine. Beim Einmarsch der Roten Armee wurde es zerstört. Der Leiter der heutigen Gedenkstätte. Zu kommunistischen Zeiten über Eichendorff sprechen, diskutieren, das war sogar strafbar. Aber warum? Weil das war etwas mit dem Deutschtum verbunden. Aber Eichendorff, das müssen wir betonen, war kein Politiker, kein Chauvinist, kein Nationalist. Der Dichter kann dienen als Brücke zwischen Deutschen und Polen. Und niemand will hier germanisieren oder eine politische Arbeit machen. Wir möchten nur den großen Dichter als großen Europäer und als großen Mensch bekennen. Das Grab von Josef von Eichendorff liegt auf dem Friedhof der Stadt Neisse. Seine Verse »O Täler weit, o Höhen« mit der Melodie von Mendelssohn Bartholdy sind unsterblich. Sie sind ein beseelter Ausdruck der tief empfundenen Liebe zu seiner oberschlesischen Heimat.
Kohle, der Reichtum von Oberschlesien. Rohstoff für eine vielfältige Industrie. 100 Milliarden Tonnen lagern hier noch in der Erde. In mehr als 100 Kohlegruben wird das schwarze Gold gefördert. Die Kohle hat Oberschlesien geprägt. Hier entstand im 19. Jahrhundert eines der größten Industriereviere in Europa. Heute sind die Anlagen fast alle veraltet. Die harte und gefährliche Arbeit unter Tage hat seit Jahrzehnten den Typ des Oberschlesiers geprägt. Sein Gottvertrauen, seine Verehrung der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute, seinen Humor und seine Lebenslust, trotz aller Schwierigkeiten im Alltag. Die Umweltbelastung durch Schadstoffe der vielen Betriebe ist im oberschlesischen Industrierevier die höchste in Europa. Die Anpassung an die Normen der Europäischen Union wird schwierig und langwierig sein. Und sicher auch mit hoher Arbeitslosigkeit einhergehen. Dennoch wird sich der Rohstoffreichtum Schlesiens in der Zukunft wieder auszahlen. Der oberschlesische Schriftsteller Stanisław Bieniasz über seine Biografie und die Menschen seines Landes. 1981, kurz vor dem Kriegszustand in Polen, bin ich nach Deutschland gefahren und habe 13 Jahre lang in Mettmann bei Düsseldorf gewohnt. Erst nach der Ausreise habe ich Deutsch gelernt, denn ich stamme aus einer oberschlesischen Familie mit deutschen und polnischen Wurzeln. Aber nach dem Krieg haben unsere Eltern so viel Angst, dass wir Kinder damals kein Deutsch zu Hause gelernt haben. Also mir ist es leichter, Polnisch zu sprechen. Eigentlich war ich bis zum Augenblick meiner Ausreise wohl etwas naiv. Es schien mir, dass alle nationalen Probleme in Schlesien der Vergangenheit angehören. Dass es uns jetzt schon ziemlich einfach gelingen würde, all diese polnisch-deutschen Animositäten zu überwinden. Mir ist völlig klar geworden, dass die Deutschen, genauso wie die Polen, vielleicht noch mehr, in bestimmten historischen Epochen das Recht hatten, sich hier in Oberschlesien zu Hause zu fühlen. Ein Großteil der Menschen, die in Viehwaggons eingesperrt in die westlichen und östlichen Besatzungszonen abtransportiert wurden, wäre gerne hier geblieben. Das waren Menschen, deren einzige Schuld eben ihre Nationalität war. Der Begriff der Nationalität ist mir heute weniger wichtig. Das Hauptziel Polens sehe ich in der Integration in die Europäische Union. In Pless in Oberschlesien gibt es ein gutes Beispiel für eine fruchtbare Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. Die Geschichte der deutschen, niederschlesischen Adelsfamilie, die seit dem 19. Jahrhundert auch hier ansässig war, wird vom polnischen Museumsdirektor von Schloss Pless als Auftrag empfunden. Das Schloss, das im Zweiten Weltkrieg unzerstört blieb, soll in seinen Räumen wieder so eingerichtet werden, wie es zu der Zeit war, als hier die deutsche Fürstenfamilie wohnte. Der Spiegelsaal des Schlosses, das im Ersten Weltkrieg auch als kaiserliches Hauptquartier diente. Mit Bolko, dem sechsten Fürsten von Pless, ist der Museumsdirektor schon seit Jahren befreundet. Von ihm erhielt er Fotos, Gemälde und Zeichnungen, nach denen der ursprüngliche Zustand des Schlosses und seiner Einrichtung wiederhergestellt werden kann. Die steigenden Besucherzahlen und mit ihnen die Einnahmen beweisen, dass die Menschen hier das Konzept des Direktors honorieren. Ganz im Gegensatz zur kommunistischen Zeit, wo die deutsche Vergangenheit Schlesiens insgesamt geleugnet wurde, ist jetzt das Interesse an der deutschen Vergangenheit besonders groß.
Der Museumsdirektor und der Fürst inspizieren gemeinsam mit ihren Frauen den Salon, der gerade fertig renoviert ist, und den nächsten Raum, in dem die Arbeiten noch andauern. This is now in renovation? Yes, yes, it is. Wenn der Fürst in Pless zu Besuch ist, kann er im Schloss wohnen. Schon bei seinem zweiten Aufenthalt hat ihm dies der Direktor angeboten. Seit 1,5 Jahren darf der Fürst auch offiziell bei dem früheren Besitz seiner Familie mitreden. Vor 1,5 Jahren, als es schon möglich war, habe ich einen Museumsrat gegründet. Das heißt einen Konsultationsrat nach dem Vorbild des englischen Board of Trustees. Eine Art Vertrauensrat, ein Aufsichtsrat. Der Fürst Bolko ist ein Mitglied dieses Rates und sogar sein stellvertretender Vorsitzender. Als Mitglied des Rates hat er absolute Einsicht in alles, was wir tun und planen. Der Traum für die Zukunft ist, dass dieses Projekt hier ein Pilotprojekt wird für das gesamtdeutsch-polnische Verhältnis und wir eines Tages in einem vereinten Europa, wo Polen dazugehört, im freien Umgang mit Grenzen, mit Menschen, mit Begegnungen und mit einem friedlichen Zusammenleben uns den Wunsch eigentlich aller Menschen erfüllen, in Frieden und Freiheit zusammenzuleben. Die Schlösser Schlesiens erzählen vom gemeinsamen Erbe von Deutschen und Polen am besten. Das Schloss von Brieg. Sein Portal ist steingewordene schlesische Historie. Herzog Georg II. Ließ seine 24 piastischen Vorfahren abbilden. Das Geschlecht, das den Polen bis 1370 die Könige und Schlesien bis 1675 die Herzöge stellte. Herzog Georg mit seiner Gemahlin Barbara von Brandenburg. Mit dieser Ehe begründete unter anderem der preußische König Friedrich II. Seine Ansprüche auf Schlesien. Im Siebenjährigen Krieg zwischen Österreich und Preußen wurde das Schloss schwer beschädigt. Größere Renovierungsarbeiten begannen erst in den 30er Jahren. 1966 bis 1980 wurde von den Polen das Schloss nach historischen Vorlagen vollständig wieder aufgebaut. Das nach dem Zweiten Weltkrieg geschändete Mausoleum von Marschall Blücher, der mit seiner schlesischen Armee 1813 Napoleon besiegte. Als Dank für seine großen Leistungen in den Befreiungskriegen bekam er vom preußischen König in Kriblowitz, westlich von Breslau, ein Schloss. Zusammen mit 11 Dörfern. Heute wird das Schloss, das im Krieg unzerstört blieb, aber danach vollkommen verfallen war, von einem reichen Reeder aus Neuseeland restauriert. Für 100.000 US-Dollar hat der neue Besitzer das alte Renaissance-Schloss gekauft. Die Kreisstadt wollte anfänglich von ihm sogar den vierfachen Preis. Mehr als 1 Million US-Dollar hat der Neuseeländer bereits in die Renovierung gesteckt. Einige Hotelzimmer sind schon fertig. 60 sollen es insgesamt werden. Noch immer hofft der neue Besitzer, Möbel und Bilder wiederzufinden, die hier aus dem Schloss geraubt oder verkauft wurden. Auch möchte er, dass sich noch andere finden, die wie er mit Geld und Idealismus den weiteren Verfall schlesischer Schlösser aufhalten. Warum kommt er vom 25.000 Kilometer entfernten Neuseeland hierher nach Schlesien? Schlesien ist manchen Teilen von Neuseeland sehr ähnlich. Aber im Unterschied zu Neuseeland gibt es hier wunderbare Gebäude. Manche sehr beschädigt, andere in gutem Zustand.
Die Geschichte des Landes ist beeindruckend. Wenn man erst einmal hier ist, muss man sich einfach in dieses Land verlieben. Ich finde die Landschaft herrlich. Die Leute sind nett und die Gegend hat Zukunft. Wenn sich Investoren finden, die bereit sind, auf den Gewinn zu warten. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Land ein großes Potenzial hat. Schlesien war zu deutscher Zeit das reiche Land der Überschüsse, das die Hauptstadt Berlin miternährt hat. Wie wird die Zukunft des Landes aussehen, wenn Polen Mitglied der Europäischen Union ist? Wie wird sich das auf die Menschen, die Industrie und die Landwirtschaft auswirken? Wird sich das Aussehen der niederschlesischen Dörfer bessern, die so oft verwahrloste Höfe aufweisen? Die deutschen Schlesier, die das Land früher bewohnten und es wie die anderen Ostdeutschen verlassen mussten, haben mit dem Verlust ihrer Heimat für die Hybris des Hitlerreiches am schwersten bezahlt. Heute ist es für sie wenigstens eine Genugtuung, dass ihr schweres Schicksal zunehmend auch von polnischer Seite gesehen und anerkannt wird. Die Vertreibung als solche ist auch ein Verbrechen, so wie die nationalsozialistischen Verbrechen gebrandmarkt worden sind. So muss man auch dieses Verbrechen einfach beim Namen nennen. Das Kind muss beim Namen genannt werden. Durch ein Verbrechen kann man das bereits Begangene nicht wieder gut machen. Krieg und Vertreibung hatten so viel zerstört. Eine Mahnung aus dieser leidvollen Vergangenheit, neue Verbindungen zwischen Polen und Deutschen zu schaffen. Wir sind an den Ausgangspunkt unserer Schlesienreise an die Neiße zurückgekehrt, nach Skorzelec, nach Görlitz. Unser Fazit: Das Verhältnis zwischen Polen und Deutschen ist bei aller Last der Geschichte besser als sein Ruf. Wo sich die Menschen offen begegnen, werden Vorurteile abgebaut, Verbindungen geschaffen. Das zu kommunistischer Zeit verordnete Leugnen der deutschen Vergangenheit Schlesiens gibt es nicht mehr. Die polnischen Schlesier begreifen heute zunehmend das große Erbe des Landes als Reichtum ihrer neuen Heimat. Schlesien, Brücke in Europa. Schlesien, Brücke in Europa, zwischen Polen und Deutschen. An diese Tradition will man anknüpfen. Ein Weg, der Erfolg verspricht, wenn man sich auf die alte Tugend der Toleranz besinnt. Der Nationalismus hatte Polen und Deutschland zu Feinden gemacht. Heute auf dem Weg zu einem vereinigten Europa sind beide Staaten freundschaftlich verbunden. Eine Chance für eine gemeinsame Zukunft für Polen und Deutsche.